Hallöchen und willkommen zu Schöneres Landleben bei Stardew Valley. Ja, wir sollten uns erstmal unsere wichtigsten Werkzeuge wieder rausholen. Sonst sieht das hier nicht so prickelnd für uns aus. Was macht die Batterie hier drinne? Die gehört da nicht rein. Aber ich weiß auch gar nicht, wo ich die jetzt gerade unterbringen soll. Lava-Katana. Weg damit. Ich habe doch jetzt mein Galaxieschwert. Da brauche ich so ein schnödes Ding doch gar nicht mehr. Komm, gönnen wir uns auch mal hier so ein bisschen. Hey, ich wollte doch Holz. Ich habe mein Holz, das wisst ihr doch. Holz, ihr Holz, ihr Holz. So, immer gefährlich, dass man da reingehen will. Ahaha, was haben wir denn hier? Ahoi, Borde, ich möchte gern ein Rezept an dich weitergeben. Dass ich und mein Papa... Noch eine? Achso, Fischeintopf diesmal. Aber die Worte sind so ziemlich das gleiche trotzdem. So, das Heidi macht wieder gerade Fotos. Soll ich sie mal machen. Und hier haben wir frisch auf dem Tisch wieder Wein aus Sternenfrüchten. Yay! Ach, eigentlich können wir ja mal, bevor wir jetzt... Jetzt werf nicht immer die Angel aus, das nervt. Bevor wir jetzt ganz großartig neue Dinge tun, einfach mal hier die Tiere rauslassen. Die kann ich später noch knuddeln. Das gleiche auch mit diesem Federviech und Hoppelviech und was nicht so alles rumviecht bei uns. Ja, die letzte Sternfruchternte für diese Saison ist ebenfalls jetzt fertig und wartet nur darauf, von uns rausgerissen zu werden. Komm. Ich nehme mir einmal kurz sowas in die Hand, dann kann ich besser ernten. Vom Gefühl her. Denn wird kein Werkzeug, Einsatz, nichts. Wobei, beim Werkzeug kann ich die andere Maustaste verwenden, dann ist das genauso sicher. Also haben wir jedenfalls das Objekt der Begierde in der Hand. Das macht sich denn gut für Screenshot, für Thumbnail. Von daher passt das schon ganz gut soweit. So, jetzt gehen wir nochmal so richtig in die Vollen. Ich merke schon, so auf dem Schlussspurt unseres Let's Plays, da machen wir hier auf einmal nochmal richtig alles schön. Da ist so ein kleiner besonderer Ansporn irgendwie noch. Oh, da wird schon wieder getrüffelt ohne Ende. Das gefällt mir. Da haben wir gleich schon mal was reinzustopfen auf jeden Fall. So, hier platzieren wir exakt gesehen mal nichts. Oh, ich muss aber auch noch zum Schmied rüber huschen, damit der mir so richtig schöne Sachen machen kann. So, aber jetzt wird erstmal geknullt und Trüffel schon mal eingesammelt. Hey, der nächste Geselle schon mal. Hier, haben wir... Die Kuh haben wir schon. Okay. Ach, mir doch egal, ob ich alle knuddel. Die werden das schon irgendwie überleben. Wenn ich die nicht liebkose. Ah, Frieda haben wir auch schon. Bei uns ist Frieda richtig Gold. Ah, Kali ist auch schon versorgt. Gut, dann... Nee, da haben wir sogar drei Stück. Das passt so richtig gut. Dann genau unser Melkeimer. Wir müssen noch die Cash Cow hier so richtig melken. Solange sie noch frisch ist. Komm her, du. Lass mich an deine Euter. Auch noch hier die beiden. Nein. Wirst du mal hier zugehen? Und noch ein Trüffelchen. Die sind ja richtig produktiv heute. Das freut mich. Manchmal habe ich das Gefühl,
dass die mit zunehmender nicht rasenbedeckter Fläche mehr Trüffel rausbuddeln. Kann aber natürlich auch nur eine, ja, Fehleinschätzung sein, falsche Wahrnehmung, Knick in der Optik, wie auch immer. Weil ich habe nicht nur Knick in der Optik, ich habe auch so einen Knick im Geiste manchmal. Ah, das ist ja genau so, will man es ja haben. Ja, dann können wir doch einmal hier rüber huschen zum Schmied unseres Vertrauens. Müssen allerdings noch ein Iridiumbarren mehr mitnehmen. Das Geld dafür, das haben wir ja auf der Hand. Das soll uns nicht zum Problem werden. Wenn das zum Problem wird, dann weiß ich auch nicht. Wo haben wir es denn? Das Miststück. Da ist es. Das Werkzeug haben wir ebenfalls. Also, was kann schon schief gehen? Na komm, nehmen wir die ganz kurze Route. Sollen wir das Ding mit einsammeln oder nicht? Ach, lassen wir erstmal liegen. Stadt. Genau da will ich doch hin. Und zu unserem lieben Clint Eastwood. So, einmal hier. Nee, wollte ich doch gar nicht. Werkzeuge verbessern. Yeah. Haha. Ihr seht nicht, wie ich mir die Hände reibe, aber ich tue es. Die Iridium-Spitzhacke. Ja. Danke, ich fange damit an, sobald wie möglich an. Sollte in ein paar Tagen fertig sein. Das ist Wunderbärchen. Oh, ich muss nur kurz mal schauen, ob ich die Folge angemacht habe. Aber das habe ich zum Glück. Das wäre sonst scheiße gewesen. Okay, Checkliste. Haben wir geerntet? Ja. Haben wir die Tiere versorgt? Ja. Haben wir... Was wollen wir noch gehabt haben? Genau, das Werkzeug verbessert. Ja, theoretisch können wir also einfach mal so munter drauf los mit unserer Kistenumverteilungsaktion weitermachen. Ja, ich hätte auch die alten Kisten teilweise noch verwenden können, aber egal. Wo ich allerdings jetzt hin will, da können wir auch nochmal hier Fertigprodukt nehmen. Wo haben wir es? Da, da war ein hier. Den will ich haben. Oh, theoretisch können wir auch noch andere... Nee, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte nach unten. Käse und Co. können wir theoretisch auch noch verfeinern. Ja, das ist die Idee. Wir machen mal hier so... Damit wir auch während des Let's Plays noch was davon haben, mache ich hier die oberen Ebenen oder so. Mache ich die mit dem Wein? Ich glaube ja. Komm. Seien wir mal nicht so... Da kommt der gute Wein rein und unten können wir dann mal sowas wie Käse und sowas einfach reinstopfen. Oder Met. Met habe ich glaube ich auch noch rumliegen. Der müsste schneller fertig sein. Andererseits, es macht eigentlich mehr Sinn mit dem Wein, weil das einfach unsere wertvollste Ressource ist. Wir können, wenn wir das Ding knapp 2 Monate lagern, kriegt der Wein mal so eben doppelten Wert. Also das haut richtig Knorke rein, wenn wir Wein hineinpacken. Och Gott, wie viele Reime sich da ergeben. Das ist ja Wahnsinn. Nee, wollen wir die Batterien? Nehmen wir die da mit rein? Ist ja auch ein Fertigprodukt gewissermaßen, ne? Oder aber wir sagen, das gehört zu... Was wollte ich hier überhaupt reinpacken? Ich weiß es gar nicht. Ich wollte hier Dinge reinpacken, auf jeden Fall. Da wollte ich Steinzeugs, genau. Da wollte ich anderes reinpacken. Na gut, da sind schon 3 Batterien drin, packen wir die da einfach rein. Oh, und natürlich das ganze Werkzeuggedöns. Können wir auch wieder... Böses. Da können wir die Kohle und da kommt wieder das Holz rein und ich weiß nicht, was da noch so alles reinkommt. Nee, nicht hier, sondern da. Wenn schon, denn schon. Es muss seine Ordnung haben.
Oh, dass ich mal für Ordnung einstehe, das ist auch... Ja, man könnte sagen, die dickste Überraschung der Welt, dass ich mal auf Ordnung achte. So richtig den Finger drauf lege. Und da müssen wir demnächst auch nochmal beim lieben Gunther vorbei. Da hat ja ein paar Sachen, die wir uns abholen können. Jetzt haben wir ja das Haus, um ein paar Bonusmöbel zu platzieren. Das ist ja eigentlich ganz brauchbar. So, theoretisch hätten wir auch noch in Barren und Rohmaterial unterteilen können. Aber pff. Man kann es auch übertreiben. So, alles, was wir jetzt hier so in rauen Mengen finden. So die Standardsachen, die können wir hier mit verstauen. Bomben, die kommen, glaube ich, mehr zu Werkzeug, Waffen und Gedöns. Sandstein ist kein Massenprodukt. So, das kommt da alles mit rein. Ja, hier kommt eher so Tigerauge und was nicht alles mit rein. Halt so Dinge, die man eher als besondere Goodies findet. Und ausrüstungstechnisch haben wir hier natürlich... Wie viele haben wir von diesen scheiß Thermalstiefeln? Da muss mal aussortiert werden. Die Truhe ist schon so gut wie voll. Das geht natürlich so gar nicht. Ja, vielleicht packen wir dann mal... Die Sachen, die können wir auch mit hier da reinpacken. Ja, dann hat es mal ein bisschen mehr Fülle. So Bausachen, die können da mit rein. Weil sonst wird das ja alles ein bisschen doof von der Sortierung. Inventar wieder leer. Und dann haben wir aber mal schöne Sachen. Ja, die können wir auch richtig toll verteilen auf jeden Fall. Da ist ja einiges, was in verschiedene Truhen sortiert werden muss. Was haben wir nur für eine Misswirtschaft hier gehabt? Und ich wette, ich brauche richtig lange, bis ich die richtigen Truhen erwische, weil ich jetzt viel zu viele habe. So. Ah, hier können wir ja, was weiß ich, Monster-Loot und sowas reinpacken. So diese Sachen, die packen wir einfach mal hier rein. Käferfleisch. Haben wir hier noch irgendwas Monster-Lootiges? Nö. So, da müssen wir echt mal aussortieren, weil die Schleuder, die braucht auch kein Schwein soweit. Oh, die Schuhe, die sind vielleicht ganz brauchbar. Fackeln, ja. Kann man machen, muss man nicht. So, hier kann noch Dinge rein wie das und das und das. Komm, das kann auch nochmal. Köder, ja. Wobei das hier auch schon wieder Samen ist. Der Sirup. Wobei das auch wieder Güter dafür wären. Ja, man kann sich so über einiges streiten, wo es hingehört irgendwie. Andererseits... Diese Baumsachen, die waren schon immer hier mit drin. Ach komm, packen wir die da rein. Gemischte Saat, Frühlingssaat, ja. Angelzubehör. Angelzubehör gehört eigentlich auch mehr hier. Dann haben wir hier die schöne Saattruhe. Die kann natürlich auch wieder bestückt werden. Nein, die Cherry Bomb ist keine Saat. Da kann noch das hier rein. Das gehört schon eher wieder hier rein, weil da auch die Bomben mit drin sind. Standarddünger, ja. Das kann... Das packe ich da rein, auch wenn es gewissermaßen Ausrüstung ist, aber... Jumai, irgendwie muss man ja die Grenze ziehen. So irgendwie... Die Mäuerchen, die kommen auch hier mit rein und... Warte mal, waren die Batarien? Die waren da, genau. Dann haben wir hier die Kokosnüsse und... Kohle!
160 haben wir davon. Auch nicht schlecht. Oh, ich sehe schon, das wird wieder eine ganz lange Folge, weil wir hier so viel am Sortieren sind. Uiuiui, da haben wir ja noch die ganzen Zapfanlagen. Die können wir theoretisch auch schon mal so richtig schön unterbringen. Blumenbox haben wir noch gar nicht, ne? Wir haben noch keine wirkliche Blumenbox. Ist das Problem. Kann man natürlich theoretisch hier mit reinpacken. Ich meine, das ist ja auch gewissermaßen so in diese Richtung. Ah, da haben wir sogar noch eine Vogelscheuche. Dann essenstechnisch. Ja, da können wir Dinge reinpacken, auf jeden Fall. Oh, da ist noch ein Blümchen. Was haben wir da? Fischsuppe. Ja, da haben wir ja auch ein schönes Rezept für bekommen. Feenrose. So, einmal Saatgut nochmal. Nein, da wollte ich gar nicht rein. Ja, schon eher. Dann aufstellbare Sachen, die wollten wir ja hier mit reinklöbbeln. Und dann gehen wir mal mit den Zapfanlagen rum. Die können wir ja schon mal ein bisschen verteilen auf unsere Nummern. Ja, das passt ja perfekt. Einmal der komplett Rundumschlag. Ja, das wird ein Spaß. Mal sehen, wie viele Bäume wir schon haben. Und da haben wir auch nochmal richtig Bäume. Heide Witzka. Die werden wir ja fast alle los, wenn das so weitergeht. Ich bin ja begeistert. Ja, fast alle. Für ganz alle fehlt noch ein einziger Baum. Wow, wow, wow. So, haben wir doch hier auch mal ein bisschen Käse, den wir verfeinern können. Oh, der hat schon Sternqualität. Das bedeutet, der braucht nicht so lange, bis wir den auf Iridium hochbekommen. Auch ganz angenehm. Ui, die waren ja richtig produktiv heute. Na dann hauen wir doch noch mal ein bisschen rein. Und hier, die müssen wir natürlich auch mitnehmen, die Mayonnaise. Genau, den Käse, den hauen wir einfach mal in den Keller rein. Damit wir während des Let's Plays auch mal richtig luxuriöses Zeug bekommen. Trüffelöl. Könnte ich das auch reinpacken? Weiß ich gar nicht, ob Trüffelöl sich eignet zum Nachreifen. Ich glaube nicht. Ah, die Zapfen sind egal. Ja, ja. Mau, mau, mau. Ich spiele kein Mau, mau. So, da haben wir doch alles schon geleert, oder? Der hier doch sicherlich auch. Ja. Yeah. Fehlt eigentlich nur noch die Fischbox. Wow. Und dann ist unser komplettes Inventar nach innen verlagert. Hat zwar längere Laufzeiten, aber das ist mir jetzt eigentlich ziemlich egal. Und einmal 1, 2, 3, 4, 5. Ah, da haben wir auch markiert. Das sind Sterneprodukte, also Goldsternprodukte. Und irgendwann wird da hier so ein Iridiumstern sein. Und hier können wir auch verfolgen, wie die Qualität dann wohl Stück für Stück besser werden wird. Aber ich glaube, bei Silberstern, da bringt es 1,25 vom Wert. Mit Goldstern 1,5. Und wenn wir den lilanen haben, den Iridiumstern, dann ist hier richtig Halleluja angesagt. Ah ja, jetzt haben wir das Problem. Jetzt muss ich nämlich nochmal in die Hütte rein, um was rauszuholen. Ah, das verändert natürlich einiges in den Laufzeiten. Ach nee, das habe ich ja jetzt hier untergebracht. Ah, nein, hier. Da ist es. Ah, das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis ich mich dran gewöhnt habe, wo die ganzen Sachen sind.
Und vor allem, ich muss ein bisschen besser planen, damit ich nicht die ganze Zeit am Rein- und Rausgehen bin, weil das wäre ja auch auf Dauer, glaube ich, geringfügig nervig, wenn ich für jede kleine Einzelaktion nochmal ins Haus rennen müsste. Aber es zwingt mich dann natürlich auch ein bisschen dazu, gezielter vorzugehen. Kann man also auch als Vorteil sehen. So, komm, da packen wir den rein und dann nochmal eine Runde Sternchen für alle. Dann kann ich mir da mit dem Platz noch irgendwas ausdenken, wenn ich da die Truhen gar nicht mehr habe. Da können auch vielleicht noch ein paar Eigenmach-Gedünses reinkommen. Fässer können wir auch sicherlich noch ein paar neue pflanzen. Nein, nicht essen. Die bringt ja eigentlich herzlich wenig, was das angeht. Ja, theoretisch können hier diese ganzen Dinger weg. Aber da schaue ich mich nochmal später genauer um. Das muss ja nicht alles heute sein. Für heute haben wir, glaube ich, gutes Programm gehabt. Können wir nochmal Wetterbericht hier... So, jetzt aber. Morgen, klar und sonnig. Achso, ja, Tanz der Mondlichtquallen, da war ja was. Ich erinnere mich dunkel. So, die können nochmal. Und dann können wir das so machen. Pam ist durstig, ja, noch immer, ich weiß. Nee, ich möchte ja hier einmal Galaxieschwert. Stimmt ja, unser wichtigstes Werkzeug, die Spitzhacke, ist ja weg. Aber die brauchen wir ja nicht, wenn wir unsere Erstpflanzungen hinlegen im Herbst. Von daher macht das nichts, dass morgen Fest ist. Wird schon irgendwie hinhauen. Und dann sind wir, glaube ich, gut ausgestattet hier, ja. Und können es einfach schon mal ins Bett schmeißen. Und den Tag verabschieden. Gott, was sind das für Sounds gerade? Sollen wir ein Kind haben, Bade? Ja, unbedingt. Halleluja. Jetzt sind wir auch noch... Oh, das hätte ich gerne, wenn hier so als Achievement Sexgott oder sowas aufblinken würde. Das wäre der absolute Hammer. Tut's aber nicht. Vielleicht, wenn das Kind gekommen ist. Mal schauen. Aber wir sehen uns dann auf jeden Fall, wenn es wieder heißt Daddleside mit Stardew Valley den Sommerabschied nächstes Mal. Ciao, ciao.